Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade erfolgreich meine Thronkrone fertiggestellt und bin dabei, sie gerade zu öffnen. Und was sehe ich? Eine legendäre Karte. Da sage ich natürlich nicht nein dazu. So, mal gucken, welches ist. Bitte eine gute, bitte eine gute. Es ist, ja, der Friedhof. Mit dem habe ich die ganze Zeit gespielt. Gegen den habe ich auch nichts einzuwenden. Ja, den nehme ich gerne mit. Ich habe gerade in der Kobold-Fass Herausforderung gespielt. Und ich stehe 4-1. Das ist für mich sogar sehr gut, denn ich kann eigentlich diese Auswahlherausforderungen gar nicht. Und ihr wisst ja, ich spiele Kobold-Fass in meinem Deck. Und ich hatte anfangs 44 von 50. Und ich kann ja am Sonntag immer 4 Karten anfordern. Aber 44 plus 4 ergibt leider 48 und keine 50. Das heißt, ich hätte noch 2 Wochen gebraucht, um es auf Level 6 zu machen. So, deswegen kam mir die Herausforderung sehr gut gelegen. Und ich habe schon 2 Karten bekommen. Und wenn ich jetzt die 4 Karten anfordere, habe ich meine 50 Karten voll. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und was ist besser als ein Koboldfass? Genau. 2 zu spielen. Denn ich hatte eben in der Herausforderung, als ich meine zweite Karte bekommen habe vom Koboldfass, einen Gegner, bei dem ich dann 2 Koboldfässer spielen konnte. Und das hat sehr Spaß gemacht. So, dann will ich euch das Spiel mal zeigen. Denn es ging sehr knapp, aber auch zugleich sehr fair für mich aus. Anfangs habe ich dann seinen Push gut verteidigen können noch. Hab dann mit meiner Musketieren sehr viel Schaden an seinem Turm gemacht. Und das hat sich dann auch wiederholt. Vom Schaden her liege ich ordentlich vorne. Die Hexe konnte ich einfach durchlaufen lassen. Das habe ich dann schlecht gelöst, da ist dann mein Turm fast gefallen. Hat noch 49 Leben. Ja, 2 Koboldfässer hintereinander. Und der Turm war down. So, jetzt habe ich auch wieder sehr schlecht gespielt. Ich habe noch relativ gut verteidigt. Wie ihr seht, ist nur noch sein Eismagier, der aber auch jetzt schon tot ist. Und seine Rakete kommt viel zu spät. Aber ich hätte, wenn er die Rakete auch durchbekommen hätte, mit meinem Koboldfass und meiner Musketiere, hätte ich seinen Turm geholt. Also das Spiel hätte ich auch definitiv gewonnen. Also hätte es auch nicht mehr geändert, wenn er die Rakete noch durchbekommen hätte. Aber so hat das mir halt noch einfacher gemacht und ich habe sofort schon gewonnen. Und einen Turm mit 49 Leben mit einer Rakete zu beschießen, sage ich mal, ist auch relativ bitter. Der hätte nämlich seine Pfeile noch nehmen können, die er dann vorher bei mir auf den Angriff gehauen hat. Ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und ciao.